Hallo miteinander, ich begrüße euch ganz herzlich zum Vortrag von Nino. Nino erzählt uns gleich, ob ein EU-Beitritt in der Schweiz auch das Ende der Massenüberwachung bedeuten würde. Wir alle in der Schweiz kennen das BÜPF, wo es um Vorratsdatenspeicherung, Telefon- und Internetüberwachung geht. Und auch vom Nachrichtendienstgesetz sind wir geplagt, insbesondere von der Kabelaufklärung. Im Anschluss an den Talk von Nino werdet ihr noch auf einige Fragen von euch eingehen. Hi und herzlich willkommen zu meinem Vortrag EU-Beitritt, eine Schweiz ohne Massenüberwachung. Mein Name ist Nino Maspoli und ich danke der digitalen Gesellschaft für die Möglichkeit, meinen Vortrag am Winterkongress 2022 halten zu können. Ich habe in der Schweiz Jus studiert und bin nach einer kurzen Zeit als Strafverfolgungsjournalist mittlerweile seit vielen Jahren in der Finanzindustrie als IT- und Datenschutzrechtler tätig. Viele der Inputs für den heutigen Vortrag habe ich während meines Studiums an der Universität Maastricht erhalten. Heute werden wir über die Europäische Grundrechtecharta reden und vor allem über zwei Instrumente der Massenüberwachung. Einerseits die Vorratsdatenspeicherung und die Kabelaufklärung. Das Ganze, wie der Titel es schon sagt, unter der Annahme, dass die Schweiz ein Mitgliedstaat der EU ist. Ich muss auch erwähnen, über was wir heute nicht reden werden. Das ist kein politischer Vortrag. Ich werde die einzelnen Elemente so gut es geht nicht bewerten. Und es wird auf einer sachlichen Ebene hier einige Inputs geben. Wir werden auch keine klassischen Datenschutzgesetze, wie zum Beispiel die DSGVO oder das DSG in der Schweiz behandeln. Ich möchte auch klar hier differenzieren, dass wir nur die Grundrechtecharta der EU thematisieren, nicht aber zum Beispiel die Europäische Menschenrechtskonvention. Auch wenn diese beiden Erlasse sehr ähnlich sind und in der Praxis sich beide immer mehr annähern und vor allem sich voneinander inspirieren lassen, bleiben wir heute im Rechtsrahmen der Europäischen Union. An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass die Erlasse des Europarates ebenfalls nicht Teil des Vortrages sind. Auch wenn es ein Vortrag für Einsteiger sein soll, kann ich hier in der kurzen Zeit das Rechtssystem der EU nicht erklären und ich hoffe, dass ihr hier meine kurzen Ausführungen trotzdem verstehen könnt. Ich habe auch darauf verzichtet, den Vortrag mit den typischen Symbolbildern auszugestalten. Ich denke, von diesen haben wir alle schon genug gesehen. Steigen wir ins Thema ein. Das erste, das ich hier besprechen möchte, ist die Vorratsdatenspeicherung. Was versteht man meistens darunter? Es ist eine Speicherung von Telekommunikationsdaten. Mehrheitlich geht es darum nicht um die Inhalte, sondern sogenannte Randdaten oder auch Metadaten. Damit ist gemeint, zum Beispiel, wer wen angerufen hat, zu welcher Zeit und von welchem Handy zum Beispiel, aber nicht über was sie geredet haben. Das wird nicht durch einen Geheimdienst oder durch eine Behörde vollzogen, sondern meist direkt von den Telekommunikationsanbietern selbst, die dann einfach diese Daten aufbewahren müssen. Meistens zum Zweck der Strafverfolgung oder für die nationale Sicherheit. Die Vorratsdatenspeicherung ist entstanden mehrheitlich durch verschiedenen terroristischen Angriffen, vor allem im Anfang der 2000er Jahre in Madrid und in London. Da wurde die Idee, dass man mit Hilfe solcher Informationen vielleicht auch nicht nur Strafen verfolgen könnte, also herausfinden, wer sich hinter diesen Angriffen befindet, sondern auch künftige Straftaten verhindern kann. Verschiedene europäische Länder haben zu diesem Zweck Erlasse kreiert und sich dabei auf die E-Privacy-Richtlinie verlassen. Viele von euch kennen diese vielleicht aufgrund der ganzen Cookie-Diskussion. Sie hat aber viele weitere Elemente. Zum Beispiel bietet sie eben auch in Artikel 15 Grundlage für eine Vorratsdatenspeicherung. Diese Ausgestaltung war aber sehr durch die Mitgliedstaaten der EU geprägt. Das war nicht eine einheitliche Umsetzung innerhalb der EU.
entsprechend verschieden waren die Ansätze der einzelnen Mitgliedsländer. Und es war klar, dass die EU hier einen homogeneren Rechtsrahmen schaffen möchte, dass auch alle Länder gleich mit dem Thema umgehen. Man hat deshalb eine Richtlinie erlassen, die Richtlinie 2006/24, wo man die ganzen Grundlagen für eine Vorratsdatenspeicherung bilden möchte. Diese Richtlinie wurde aber von Beginn weg kritisiert, von verschiedenen Stellen. Eine besonders prägende Aussage möchte ich hier kurz aufzeigen. Das ist der European Data Protection Supervisor, der im Jahr 2010 gesagt hat, dass diese Richtlinie the most privacy intrusive measure ever adopted by the EU in terms of scale and the number of person it affects. Ich glaube, hier sind verschiedene Elemente drin, die man noch einzeln diskutieren könnte, aber es zeigt, dass diese Richtlinie wirklich jeden Bürger in der EU betroffen hätte und dass sie sehr, sehr stark diskutiert wurde. Ja, die EU, soweit möchte ich das doch erklären, funktioniert so, dass sie bei Richtlinien eben die Mitgliedstaaten verpflichtet, diese in nationales Recht umzusetzen. Das ist also nicht ein Rechtsakt, der primär anwendbar ist, sondern er muss erst für die einzelnen Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Das wurde aber nicht in jedem Staat so erfolgreich gemacht. Viele Parlamente haben sich aus verschiedenen Gründen dagegen gewehrt, einen solchen Erlass umzusetzen. Natürlich auch aus datenschutzfreundlicher Sicht, aber auch aus Gegenperspektiven, weil eben die vorher erwähnten Gesetze teilweise restriktiver waren als der nun von der EU angebotene Rechtsrahmen. Ja, wir haben dann auch, und das habt ihr sicher auch mitbekommen, Gerichte gehabt oder Gerichtsurteile, die diese nationalen Gesetze als nicht gültig oder nicht verfassungsmäßig beurteilt haben, so zum Beispiel in Deutschland. Dieses Urteil hat ja dann auch in unseren Kreisen hohe Wellen geworfen. Die EU, wie sie muss in solchen Belangen, hat dann die fehlbaren Mitgliedstaaten gebüßt, dass sie eben diese Richtlinie nicht in nationales Gesetz umgesetzt haben. Ja, eben auch wegen dieser Kritik, die ich erwähnt habe, gab es dann auch immer mehr Gerichtsurteile und ich möchte hier ein paar heranziehen, um dann auch aufzeigen zu können, inwiefern vielleicht der Rechtsrahmen in der Schweiz von einem EU oder vom EuGH selbst beurteilt werden könnte. Ich glaube, der relevanteste und erste Entscheid kam von der Menschenrechtsgruppe Digital Rights Ireland. Und hier als erste Aussage schon mal ein sehr wichtiges Statement des EuGH, dass auch Metadaten zur Verletzung der Privatsphäre führen können. Ich möchte hierbei vielleicht auch kurz erwähnen, es gibt in der Europäischen Grundrechtecharta zwei Grundrechte, die meist herangezogen werden in solchen Aspekten. Das eine ist das Grundrecht auf Privatsphäre und dann gibt es aber noch das Grundrecht auf Datenschutz. Und diese zwei unterscheiden sich leicht, aber wie initial erwähnt, nehmen wir diese beide jetzt einfach mal als Fakt und diskutieren die Unterschiede weniger, einfach aber, dass ihr den Hintergrund habt, warum hier die Gerichte eben diese einzelnen Richtlinien prüfen. Es geht auf diese zwei Elemente der Grundrechtecharta zurück, wo das Gericht prüft, ob diese verletzt sind und wenn ja, ob diese Verletzung rechtmäßig ist. Und entsprechend ist es natürlich wichtig, initial festzulegen, dass eben auch Metadaten eine solche Verletzung hervorrufen können und nicht nur direkt zum Beispiel Inhalte oder direkt identifizierende Personendaten. Der EuGH hat so dann auch festgehalten, dass eben die Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität, was ja eigentlich der Hintergrund dieser Vorratsdatenspeicherung ist, im öffentlichen Interesse ist, im Grundsatz also eine solche Einschränkung der Grundrechte rechtfertigen kann. Aber es ist dabei natürlich nicht so, dass man dann jedes Mittel sofort legitimieren kann. Es muss immer noch im Verhältnis zur Maßnahme korrekt sein.
Und hier eben auch die Aussage, dass eben die Aufbewahrung der Daten und der Zugriff für die Strafverfolgungsbehörden nicht immer absolut notwendig ist, um eben Terrorismus und Kriminalität verhindern zu können. Hier gibt es ja auch immer wieder Studien dazu, die zeigen, dass das auch nicht unbedingt zu weniger Straftaten führt, wenn man eine solche Vorratsdatenspeicherung im Einsatz hat. Der EuGH hat dann eben auch gesagt, oder, dass die Aufbewahrung nicht besprengt wird in der Richtlinie, die hier im Zentrum dieses Entscheids steht. Es gibt keine Einschränkung bezüglich einer zeitlich-örtlichen oder einen Anfangsverdacht, der bestehen muss, damit eine solche Überwachung überhaupt gemacht wird, sondern sie ist einfach von Beginn weg, betrifft es jede Person, egal ob man vielleicht eben verdächtigt wird oder an einer speziellen Ortschaft ist. Und auch die Art der Daten wird nicht unterschieden. Also man nimmt sofort von Beginn weg jegliche passende Datentypen auf, ohne zum Beispiel zu sagen, ja, dass man jetzt in dieser Konstellation gewisse Datenelemente gar nicht benötigen würde, um einen terroristischen Akt oder ein Verbrechen zu unterbinden. Und dann auch ein sehr wesentliches Element ist, dass die Richtlinie nicht unterscheidet zwischen dem Zugriff auf die Daten und der Aufbewahrung selbst. Und ich gehe auf diesen Punkt dann gerne noch später genauer ein. Fazit war dann aber, dass eben diese Richtlinie 2006/24 gegen die Charta der Grundrechte in der EU verstößt. Und man kann sich dann natürlich vorstellen, was das Ergebnis war, oder diese ganzen Vorgeschichte, die ich aufgezeigt habe vorhin mit den Bußen, die mussten dann natürlich zurückgezahlt werden, oder die ganzen Verhandlungen in den Parlamenten waren eigentlich umsonst. Die nationalen Gesetze, die aufgrund dieser Richtlinie umgesetzt wurden, die wurden hinfällig. Es gab dann aber auch schon vorher gewisse Gesetze, die vor dieser Richtlinie in Kraft waren. Und da gab es natürlich auch Diskussionen, ja, muss man die jetzt anpassen? Und auch das wurde hinfällig nach diesem Entscheid. Und man hat dann natürlich die ganze Diskussion nochmal neu befeuert mit diesem Entscheid. Und es herrscht eine große Unklarheit darüber, was denn nun jetzt eigentlich erlaubt ist und was nicht. Das hat dann zu einem weiteren Entscheid geführt, einem Entscheid, das von einem schwedischen Gericht angeregt wurde, entsprechend auch der Titel Tele2 Sverige. Das ist ein, vielleicht wisst ihr es, ein schwedischer Telekommunikationsanbieter. Und hier hat der EuGH in diesem Entscheid festgehalten, dass eben auch die bisherigen Gesetze oder die jetzt angepassten Gesetze diese Bedingungen, die wir vorhin aus dem Digital Rights Ireland Entscheid gehört haben, umsetzen müssen. Es muss also auf jeden Fall, egal auf welcher Grundlage, ob das jetzt auf dieser Richtlinie, auf der neuen, die jetzt in außer Kraft gesetzt wurde, oder vorher schon da gewesenen Gesetze, es muss einfach diese gewissen Konditionen dieses Digital Rights Ireland Urteils muss auf jeden Fall in den Gesetzen vorhanden sein. Und auch hier, wie vorhin erwähnt, oder der Unterschied zwischen Aufbewahrung und Zugriff wurde nochmal etwas detaillierter umschrieben. Das hat natürlich auch zu einigen Fragen geführt, wie man das zu verstehen hat. Und hier hat der EuGH nochmal darauf hingewiesen, dass eben nicht die Verletzung der Grundrechte erst beim Zugriff auf Daten, also man kann sich das so vorstellen, oder die Vorratsdatenspeicherung ist ja erstmal ein großer Topf. Und dann haben viele Vertreter der Strafverfolgung oder von Geheimdiensten argumentiert, ja, die Verletzung oder die findet ja erst statt, oder der Zugriff auf diese Daten findet erst statt, wenn man einen Anlass hat. Also nur der Zugriff muss man eigentlich immer im Zusammenhang mit der Speicherung sehen. Man kann diese beiden nicht trennen, weil der Zugriff ja eben entsprechende Voraussetzungen enthält, und nicht eben anlasslos ist. Der EuGH hat aber hier klar gesagt, nein, nur schon die Speicherung dieser Informationen, also die das Ganze zurückhalten auf Seite der Telekommunikationsanbieter, ist ein Eingriff, der nicht gerechtfertigt ist in die Menschenrechte. Und
der Zugriff muss separat davon beurteilt werden, was natürlich eben dieses Argument oder dieses vermeintlich entlastende Argument der nationalen Behörden etwas entkräftet hat. Und hier hat dann der EuGH auch gleich weitergemacht, die Digital Rights Ireland entscheidend noch weiter präzisiert und vor allem darauf hingewiesen, dass es eben eine zielgerichtete Aufbewahrung braucht und nicht eine anlasslose. Also man kann nicht einfach per se mal alle Daten speichern und das in der Hoffnung, dass man das später brauchen kann, sondern es muss wirklich ein Ziel dahinter sein, ein Anlass vorhanden sein, einen Verdacht bestehen, damit man eine solche Speicherung vornehmen kann. Und der Zugriff, hier eben auch wieder der Unterschied zur Aufbewahrung, der Zugriff muss von einer unabhängigen Behörde, der EuGH hat nicht spezifiziert, dass es ein Gericht sein muss, aber er hat festgehalten, es muss eine unabhängige Behörde sein, die diesen Zugriff erlaubt, mit gewissen Ausnahmen, zum Beispiel wenn es eilt, aber das ist nebensächlich jetzt hier in der Diskussion. Ja, was heißt diese zielgerichtete Aufbewahrung? Das war natürlich erstmal so, okay, wir haben zumindest eine Möglichkeit, eine Vorratsdatenspeicherung vorzunehmen, aber sie muss eben zielgerichtet sein. Ja, aber dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann man dann zum Beispiel einen terroristischen Angriff oder ein Verbrechen voraussehen? Oder dass man weiß ja nicht, dass so etwas passiert. Wie soll das funktionieren in der Praxis? Und auch wenn man zum Beispiel jetzt sagen würde, ja, wir schränken das örtlich ein oder auch auf gewisse Personen, provoziert man da nicht gewisse Vorurteile? Wie beispielsweise kennt man ja immer gewisse Viertel in Städten, die vielleicht eine erhöhte Kriminalitätsrate haben. Und wenn man jetzt diese Viertel einfach per se überwacht, wäre das dann nicht eigentlich kontraproduktiv. Und es gibt auch immer wieder in der EU Diskussionen zur nationalen Sicherheit, weil da gibt es Argumente, die sagen, ja, das ist nicht etwas, das die EU als Kernkompetenz hat. Also wieso äußert sich der EuGH dazu oder will gewisse Maßnahmen zur nationalen Sicherheit einschränken? Das darf er doch nicht. Also viele Fragen, die natürlich zu zahlreichen weiteren Gerichtsurteilen geführt haben. Ich werde nicht alle diese Gerichtsurteile ansprechen, aber eines, das möchte ich hier noch besonders hervorheben, und es ist ein sehr wesentliches Urteil, nicht nur jetzt für die Vorratsdatenspeicherung, sondern auch in ganz vielen anderen Belangen. Es ist ein sehr großes Urteil und für Interessierte kann ich hier nur empfehlen, dieses Urteil auch einmal in der Originalfassung zu lesen. Hier geht es um mehrere Entscheide, die allgemein als La Quadrature du Net Entscheid zusammengefasst werden. Und da hat eben auch der EuGH eigentlich zugestimmt. Ja, also die nationale Sicherheit ist grundsätzlich von der Strafverfolgung zu unterscheiden. Oder das eine ist mehr präventiv, eben die Arbeit der Geheimdienste ist eher so, um herauszufinden, was könnte passieren, wohingegen eben die Strafverfolgung schon konkret untersucht oder was ist passiert, wer war verantwortlich. Und ja, auch der EuGH hat hier festgehalten, ja, die nationale Sicherheit ist eine Sache der Mitgliedstaaten oder da hat die EU keine Möglichkeit, das einzuschränken. Aber natürlich hat der EuGH trotzdem einen Weg gefunden, in Bezug auf die Sache hier, auf die Vorratsdatenspeicherung, einen Weg zu finden, wie eben der Rechtsrahmen der EU nämlich trotzdem anwendbar ist. Und hier möchte ich einfach kurz zusammenfassen, das ist so gemacht worden, indem man argumentiert, es betrifft eben die Telekommunikationsanbieter, was wiederum private Firmen sind und das entsprechend dann von der EU reglementiert werden darf. Und hat hier in La Quadrature du Net Entscheid hier auch nochmal hingewiesen, dass eine generelle und eben diese unterschiedslose, anlasslose Aufbewahrung im Interesse der nationalen Sicherheit generell zugelassen ist, sofern eben ein temporärer Notzustand besteht. Und das ist natürlich wieder ein sehr offener Begriff. Was heißt das, oder? Gibt hier auch aktuell verschiedene Verfahren, zum Beispiel in Frankreich, wo mehr oder weniger der temporäre Notzustand schon seit einigen Jahren besteht. Aber der EuGH sagt zumindest eben, dass wenn man eine solche generelle und unterschiedslose Aufbewahrung machen will, sollte die eben nur während einer temporären
Notsituation möglich sein. Und eben sonst auch wieder die Bestätigung der vorhergehenden Rechtsprechung. Eine Vorratsdatenspeicherung muss zielgerichtet sein. Also sie muss eben nicht anlasslos generell jeden betreffen, sondern beispielsweise bei Olympischen Spielen oder bei einem Fußballfest oder um einen Flughafen, also wo man wirklich vielleicht auch aus Erfahrung weiß, da könnte mehr passieren. Oder da könnte eine gewisse Gefahr sein, dass man zielgerichtet für eine kurze Zeit eine solche Speicherung vornimmt und dann eben den Zugriff auf diese in dieser kurzen Zeit gespeicherten Daten noch separat behandelt. Und hier auch nochmal hat der EuGH darauf hingewiesen, dass es eben auch dieses Eilverfahren gibt. Also man muss es nicht immer sofort im Vornherein wissen, man kann auch für eine kurze Zeit im Nachhinein das noch festhalten, weil die Daten, die sind ja doch so oder so zu einem gewissen Grad bei den Telekommunikationsanbietern noch da, oder das ist nicht sofort weg, und entsprechend, wenn man da genügend schnell handelt, hat man so oder so die Möglichkeit, diese Daten noch sich anzuschauen. Jetzt, das war die Theorie, oder? Was ist die Realität in der EU? Wie ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, die ganze Sache ist sehr umstritten. Auch diese Urteile, die ich jetzt hier kurz beleuchtet habe, sind auf sehr große Kritik gestoßen, von allen Seiten, aber auch doch vor allem von den Mitgliedstaaten. Es ist auch diese E-Privacy-Richtlinie, die im Großen und Ganzen eigentlich die Rechtsgrundlage immer noch bildet, oder? Nach der gescheiterten Richtlinie, die ich ebenfalls erwähnt habe. Diese E-Privacy-Richtlinie ist seit Ewigkeiten Überarbeitung und es gibt eben auch unter anderem, weil man immer wieder versucht, hier gewisse Möglichkeiten einzubauen oder gewisse Einschränkungen aufzuheben. Und da, das lassen sich natürlich auch nicht wieder alle mit sich machen, entsprechend dreht man sich hier im Kreis. Und wie auch schon erwähnt, eben beispielsweise Frankreich oder gewisse andere Länder, die suchen immer wieder Schlupflöcher oder wie man eine Vorratsdatenspeicherung dennoch hinbekommen könnte. Ich fasse zusammen, wie stellt sich der EuGH eine menschenrechtskonforme Vorratsdatenspeicherung vor? Es muss eben hier ein Zusammenhang zwischen dem Zweck der Vorratsdatenspeicherung und der entsprechenden Aufbewahrung bestehen. Also sie darf eben nicht anlasslos sein. Sie muss zielgerichtet sein, also eben zum Beispiel nach Typ der Daten, nach Ort, nach Örtlichkeit, nach einer gewissen Zeit. Wo man, ja, zum Beispiel 1. Mai, oder das wäre auch so ein typisches Beispiel, wo man weiß, da könnte das sein. Der Zugriff muss separat von der Aufbewahrung beurteilt werden und er muss eben unabhängig vorab geprüft werden. Und was ich bisher nicht erwähnt habe, oder der EuGH hat auch immer wieder erwähnt, dass eine Vorratsdatenspeicherung eben nicht für jede Art von Kriminalität vorgesehen werden kann, sondern nur für wirklich schwere Kriminalität. Und er hält hier auch nochmal fest, in verschiedenen Urteilen, dass die Schwere der Tat auch die Schwere des Eingriffes widerspiegeln muss. Also, wenn man ein nur kleines Delikt verfolgt, im Zusammenhang natürlich der ganzen gesamten Rechtsordnung, dann darf man auch nur auf eine gewisse kleine Art von Daten zugreifen. Also, wenn man wirklich die ganze Menge an Daten zur Hand nehmen möchte, dann muss das auch entsprechend eine sehr, sehr schwere Kriminalität dahinter sein. Und er hat auch erwähnt, und das ist auch hier ein wichtiger Punkt, dass eben geschützte Kommunikation ausgeklammert werden muss. Also alles, was zum Beispiel von einem Berufsgeheimnis geschützt ist, wie zum Beispiel bei Anwälten oder bei Ärzten, darf nicht Teil sein. Was nehmen wir davon mit, wenn wir die Situation in der Schweiz aktuell anschauen? Ich habe nicht groß beleuchtet, wie die Vorratsdatenspeicherung in der Schweiz funktioniert. Es gibt hier nicht nur von der digitalen Gesellschaft, sondern auch zum Beispiel von Amnesty International sehr viele Informationen. Wenn ihr das genauer wissen möchtet, ich möchte hier nur noch eben auch auf Fakten basieren, festhalten eben, dass die Vorratsdatenspeicherung eigentlich in der Schweiz verdachtsunabhängig und anlasslos ist und betrifft immerhin nur Randdaten, aber halt eben alle Personen in der Schweiz und vor allem für einen Zeitraum von über 6 Monaten. Es wird nicht unterschieden zwischen dem Datentyp und der Schwere der Tat. Also man kann zum Beispiel für
für geringere Delikte. Also man muss das, das muss schon ein Verbrechen oder ein Vergehen sein. Aber eben, es gibt auch gerade im Vergehenstatbestand gibt es viele Varianten, wie zum Beispiel Verstoß gegen Urheberrecht, oder das würde hier zum Beispiel schon eine genügende Schwelle überschreiten. Wohingegen eben in der EU wirklich schwere Kriminalität vorausgesetzt wird. Es gibt dann auch eben keine Vorabprüfung. Es gibt gewisse Möglichkeiten, wie man das im Nachhinein prüfen kann, aber initial wird der Zugriff auf solche Daten nicht geprüft, und auch die geschützte Kommunikation ist nicht im Besonderen schon von Beginn weg ausgeklammert von der Vorratsdatenspeicherung in der Schweiz. Das zur Vorratsdatenspeicherung. Gehen wir als nächstes zum zweiten Thema, das ich heute beleuchten möchte, und das ist die Kabelaufklärung. Was meint man damit? Und hier werde ich konkret nur auf die Schweizer Situation eingehen, weil in der EU, und das hören wir gleich nachher, gibt es eigentlich nichts Vergleichbares. Deswegen hier auch direkt die Situation in der Schweiz. Und auch hier wieder der Hinweis, es gibt extrem viele Informationen dazu, und vor allem von der digitalen Gesellschaft, aber auch hier wieder von anderen Parteien, die hier weitere Fakten liefern können. Ja, das Nachrichtendienstgesetz, das NDG, erlaubt es dem Nachrichtendienst, die Telekommunikation, die das Ziel Ausland hat, also ausgehende Kommunikation von der Schweiz ins Ausland zu überwachen. Dabei auch wieder sind die Provider in der Pflicht, initial zumindest diese Daten, die ins Ausland gehen, an die Schweizer Armee zur Verfügung zu stellen, an eine Einheit der Schweizer Armee. Und diese Einheit untersucht diese Datenströme nach Stichworten und leitet dann diese Resultate aus der Prüfung an den Nachrichtendienst weiter. Wie kommt es zu diesen Stichworten? Die werden definiert durch einen Überwachungsauftrag, der vom Bundesverwaltungsgericht und von der aktuellen Vorstellerin des VBS und noch ein paar anderen Parteien initial bewilligt werden muss. Also das ist die Situation aktuell in der Schweiz. Ich habe es vorhin angetönt, es gibt nichts Vergleichbares in der EU, und es ist auch ganz spannend, wenn man sich die Botschaft anschaut. Die Botschaft ist immer die Erklärung des Gesetzes, oder warum macht man dieses Gesetz zum Nachrichtendienstgesetz, dann ist da initial auch immer ein Rechtsvergleich enthalten, oder? Und da schaut sich dann jemand beim Bundesamt für Justiz die Situation an, und meistens werden europäische Länder beigezogen, und das sind umfangreiche Dokumentationen, aber man hält nicht fest, dass es eigentlich separates, so eine Kabelaufklärung nirgends in Europa gibt. Deswegen auch hier mein Statement. Offiziell zumindest gibt es etwas Vergleichbares in der EU nicht. Es gibt einen EGMR-Entscheid. Ich habe initial gesagt, oder wir schauen uns wirklich nur EU an, aber trotzdem EGMR als Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, oder das kennt man unter Straßburg meistens. Da gibt es einen Entscheid, Big Brother Watch, wo es um eine vergleichbare Initiative in der UK geht. Auch hier findet man im Internet von sehr gute Informationen dazu. Es gibt aktuelle Gesetzgebungsinitiativen in der EU, die ähnliche Maßnahmen vorsehen, vor allem für Kinderpornografie, aber eben ich gehe hier nicht weiter darauf ein. Stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie würde man so etwas analysieren, wenn die Schweiz in der EU wäre, und könnte man vielleicht, was wir vorhin gehört haben zur Vorratsdatenspeicherung, auch auf diesen Kontext anwenden. Ich habe dann aber auch festgestellt, dass der Entscheid La Quadrature du Net, den wir vorhin schon kurz angesprochen haben, auch viele Elemente enthält, passende Gedanken des Gerichts für eine Kabelaufklärung. Und vor allem eben zur automatisierten Überwachung. Und hier muss man aber festhalten, oder diese Gedanken des Gerichts sind auf Metadaten fokussiert, und die Kabelaufklärung in der Schweiz hat diese Limitierung nicht. Eben gerade durch die Suche durch Stichworte werden ja genau Inhalte auch Teil dieser Überwachung. Und der EuGH hält fest, oder das ist ein schwerwiegender Eingriff auch wieder, oder? Muss nicht von sich aus negativ sein, aber es muss natürlich auch hier die typischen Kriterien dennoch eingehalten werden. Aber er hält hier fest, oder, dass da die Überwachung eben allgemein ist und ohne Unterschied auf alle angewendet wird,
ist ein schwerwiegender Eingriff vorhanden. Und hält hier auch klar fest, oder, dass man keine sensiblen Daten, das ist ein Zitat aus dem Urteil, für diese Analyse verwenden dürfte. Sensible Daten kann alles Mögliche sein, aber man zum Beispiel diskriminierende Elemente sollten damit nicht verwendet werden. Und auch ganz spannend, oder, ein Entscheid, ein Ergebnis muss immer auch von nicht automatisierten Mitteln überprüft werden. Also es darf nicht eine rein automatische Entscheidung vorliegen, sondern es muss immer noch eine Zweitprüfung durch nicht automatisierte Mittel gemacht werden. Und eben betroffene Personen müssen informiert werden, dass sie von dieser Kabelaufklärung betroffen sind. Und generell hält hier der EuGH auch fest, eben, dass die gleichen Voraussetzungen gelten haben wie bei der Vorratsdatenspeicherung. Also das, was wir vorhin gehört haben, ist eben auch auf die Kabelaufklärung anzuwenden. Nochmal zur Erinnerung, oder, dass es geht vor allem darum, dass es einen gewissen Link zwischen dem Anlass und der Maßnahme vorhanden sein muss, dass sie zielgerichtet sein muss und eben nur für einen beschränkten Ort, Zeit und so weiter. Ja, wenn man das jetzt auf die Schweiz anwenden würde, was hieße das, oder? Also wie gesagt am Anfang, oder, wir reden hier von einer Kabelaufklärung, die nicht nur die Randdaten betrifft, sondern auch die Inhalte. Also kann initial feststellen, dass sicher das Menschenrecht mehr als nur schwerwiegend verletzt ist. Stellt sich die Frage, ob das dann schon den Kern eigentlich berührt, dieses Menschenrechts, und von daher von sich aus schon gar nicht rechtfertigt werden kann. Aber das mal zur Seite gestellt, gehen wir davon aus, dass man das rechtfertigen könnte, wie würde es weitergehen? Wie ich erwähnt habe, ist die Überwachung in der Schweiz allgemein unterschiedslos auf alle Daten der Nutzer, oder es gibt kein Verdachtsmoment, also dieser Link besteht nicht, sondern jeder wird initial mal gescannt. Die vorhandenen Einschränkungen im Nachrichtendienstgesetz beschränken sich vor allem auf den Zugriff, oder, also die Stichworte, das ist ja eigentlich der Zugriff auf den Datentopf, der gespeichert wird, der wird beschränkt. Aber eben die Analyse an sich, die ist nur das einzige Kriterium, dass es keinen innerschweizerischen Austausch betreffen darf. Also wenn man zum Beispiel nur eine Schweizer IP-Adresse selbst hat und man schickt einen Inhalt übers Internet an eine weitere Schweizer IP-Adresse, dann ist es nicht betroffen. Aber das Internet kennt ja dieses Prinzip Land eigentlich nicht, oder? Also jeder, der einen nicht schweizerischen E-Mail-Host hat oder wer auf Netflix ist oder generell, ich meine, der Internetanbieter hat das eigentlich in der Hand, oder hat man einen vielleicht großen Internetanbieter, der einen Teil seines Backends im Ausland hat, und schon ist der Internetverkehr übers Ausland. Also hier ist eigentlich keine Einschränkung vorhanden, sondern eben nur für den Zugriff. Und man hat auch keine Transparenz darüber, wie diese Stichworte aussehen, oder was ist der Anlass dieser Prüfung. Und das ist eigentlich auch etwas, das der EuGH gerne sehen würde, oder dass man als Bürger informiert ist darüber. Und entsprechend kann man natürlich auch zu einem gewissen Maß festhalten, dass man nicht zielgerichtet handelt, weil wie will man das prüfen? Und es gibt eben auch für die Verwendung der Daten eigentlich gar keine Einschränkung. Also man weiß jetzt nicht, wie lange diese Daten der Kabelaufklärung zum Beispiel gespeichert sind. Es gibt Maximalzeiträume, aber es ist nicht eine kurze Zeit, oder es gibt auch keine bestimmte Verwendungszwecke, die man hier zur Hand nehmen könnte und sagen, ja, das ist wirklich nur für eine kurze Zeit oder für gewisse Zwecke vorgesehen, sondern es ist eigentlich eine Blackbox. Und die betroffenen Personen müssen nicht in jedem Fall informiert werden. Darf man fairerweise sagen, würde wahrscheinlich der EuGH jetzt nicht entsprechend taxieren, aber ich glaube, wenn man sich die Schweizer Artikel hier anschaut, ist das wahrscheinlich schon zu sehr offen. Also man kann hier sehr lange davon betroffen sein, ohne nichts zu wissen. Und ja, ich glaube, dann ist das Fazit eigentlich klar bezüglich Kabelaufklärung, was hier bei einem Beitritt der Schweiz in die EU wahrscheinlich das Resultat wäre. Die digitale Gesellschaft versucht ja, die Kabelaufklärung der Zeitform dem EGMR in Straßburg hat das Verfahren am Laufen beim EGMR. Und man kann ja hier vielleicht auch sagen, dass
sich der EuGH sehr vom EGMR inspirieren lässt. Die Grundrechtecharta der EU basiert in großen Teilen auch auf der Europäischen Menschenrechtscharta. Das sind sehr ähnliche Elemente und entsprechend bin ich sehr gespannt, wie hier das Urteil des EGMR ausfallen wird. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass der EuGH, wenn nicht gleich, zumindest sehr ähnlich entscheiden würde. Das zu diesen zwei Themen der Massenüberwachung, die ich heute beleuchten wollte, was passieren würde mit diesen zwei großen Elementen in der Schweiz bezüglich Massenüberwachung, falls wir einer der EU beitreten würden. Es gibt aber natürlich noch weitere Themen, die hier sicher aktuell in der EU sehr thematisiert werden. Die EU ist ja sehr aktiv, was die Regulierung des digitalen Raumes betrifft. Wir alle kennen die DSGVO, ich glaube, das Ganze hat das da ein bisschen losgetreten. Es sind auch aktuell Gesetzgebungsvorhaben zur Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Strafverfolgung hängig. Also das ist ein großes Thema. Man hat ja zum Beispiel Europol, wo enorme Datenmengen vorhanden sind. Und hier möchte natürlich Europol oder auch andere Behörden die künstliche Intelligenz nutzen können, um hier aus den Daten die relevanten Ergebnisse ziehen zu können. Und die EU versucht hier einen Rechtsrahmen zu bieten. Auch automatische Gesichtserkennungssysteme sind immer weiter auf dem Vormarsch und es gibt auch hier Vorhaben der EU, das Ganze in einem gewissen Rechtsrahmen zu, mit einem Rechtsrahmen zu untermauern. Und auch der Datenaustausch zwischen der EU ist natürlich ein großes Thema und man kann sich vorstellen, das sind sehr viele Behörden, die gerne miteinander reden möchten. Und auch hier gibt es zum Beispiel die Law Enforcement Directive, das ist ein Gegenstück der DSGVO für die Strafverfolgung, die ja auch immer wieder Thema ist und auch immer wieder aktualisiert wird. Und ich glaube, da gibt es auch sehr viele spannende Themen, die für die Schweiz Konsequenzen hätte. Dann ein großes Thema sind auch Fluggastdaten, also Daten, wenn man ein Fluggast ist, oder? Und im Land, wo man landet, müssen diese Daten meistens bekannt gegeben werden, eben auch zum Beispiel als Verhinderung von terroristischen Angriffen. Und hier hat die EU immer wieder versucht, solche Datenaustausche möglich zu machen, ist immer wieder auch vom EuGH zurückgepfiffen worden. Und die Schweiz hat auch solche Initiativen aktuell und da könnte man sich sicher auch einige Konsequenzen vorstellen. Und dann, ich habe es vorhin angesprochen, oder die Law Enforcement Directive, die hat zum Beispiel auch ganz klare Voraussetzungen für die Aufbewahrungsdauer von personenbezogenen Daten in der Strafverfolgung und ich glaube, da hätte es in der Schweiz auch einige Konsequenzen, wenn man das umsetzen müsste. Ich denke, alles in allem hätten wir sehr viel zu tun um diese Themen, wenn die Schweiz EU beitreten würde. Und ich glaube, der EuGH hätte eine sehr viele auch Anfragen aus der Schweiz, um hier Klarheit zu schaffen. Damit möchte ich den zumindest von mir getriebenen Teil des Vortrages unterbrechen und bin offen für Fragen. Vielen Dank. Hallo miteinander, wir sind zurück. Nino, herzlichen Dank für deine Einblicke. Einen sehr spannenden Vergleich mal über den Tellerrand zu schauen. Im Chat gab es rege Beteiligung und da wir nur ein paar Minuten haben, um hier noch live miteinander zu diskutieren, beginnen wir doch gleich. Die erste Frage kommt von Andreas 45 zu der anlasslosen Massenüberwachung. Die DigiGES hat ja Beschwerde zur Vorratsdatenspeicherung und Kabelaufklärung hängig und die wird voraussichtlich in Bälde mal in Straßburg ankommen. Hat dieses Urteil in Straßburg irgendeine Wirkung auf die EU? Weil die EU ist meiner Meinung nach ja nur an den EuGH gebunden, aber nicht an Einzelurteile vom Menschenrechtsgericht. Ja, sehr, sehr gute Frage. Das zeigt auch die Komplexität in der EU mit verschiedenen Rechtsordnungen, die zusammenführen. Jeder Staat der EU ist auch Teil der EMRK, das heißt
die Urteile aus Straßburg sind für die einzelnen Staaten bindend, nicht aber für die EU selbst. Der EuGH und das, die Gerichte der EU, die referenzieren sich gegenseitig, aber sie sind nicht gebunden. Also man könnte sich aber auch vorstellen, dass zum Beispiel ein Entscheid aus einem Land dann trotzdem noch nach Straßburg geht und entsprechend gleich beurteilt wird. Aber auf jeden Fall sind sich die beiden Gerichte meistens sehr einig in der Sache und man findet auch ähnliche Wortlaute, ähnliche Argumentationslinien in den Urteilen. Also keine direkte Auswirkung im Sinne einer rechtlichen Übernahme, aber in der Sache sicher auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja, und ich denke auch, sobald da ein Urteil vom EMRK gesprochen ist, werden natürlich die EuGH-Richter auch einen Blick darauf haben und die Argumente, die ja schon mal aufgearbeitet worden sind, gerne wieder aufnehmen. Also das wird so ein... Genau, ja. Also eben das sieht man in den Urteilen auch, oder? Also vor allem der EuGH hat viele Argumentationslinien von Straßburg auch übernommen, weiterentwickelt. Also das kann man ganz klar sehen und das wird auch so weitergehen. Und auch die zugrunde liegenden Menschenrechte sind die sich ja auch sehr ähnlich entsprechend. Wird da sicher aufeinander abgeschaut, ja. Gut, dann hat Rocker hat noch gefragt, ob bei der Kabelaufklärung gibt es ja diese grenzüberschreitende Kommunikation. Wäre das auch noch ein gültiges Argument, wenn die Schweiz Teil der EU wäre? Ja, also grenzüberschreitende Datenübermittlung momentan ein heißes Thema in der EU generell, unabhängig jetzt von Massenüberwachung. Aber als Teil der EU natürlich im innereuropäischen Kreis weniger. Aber auch hier wird wahrscheinlich das Hauptargument weiterhin bleiben, dass man eben diese zielgerichtete und sehr definierte Überwachung machen darf. Und ich glaube nicht, dass einzig das Argument, dass man mit dem Ausland sozusagen kommuniziert, ob jetzt das EU-Ausland ist oder generell Ausland, kann man ja mal so stehen lassen, aber generell würde ich das nicht als eng genug sehen, damit man so eine legale Überwachung noch durchführen könnte. Aber hier ja, wie vorhin erwähnt, werden wir ja vielleicht bald mal etwas mehr Fleisch am Knochen haben, was dieses Argument angeht. Die nächste Frage kam von Alex, ob die Skepsis zur Vorratsdatenspeicherung etwas damit zu tun hat mit Deutschlands Vergangenheit. Da gab es ja Stasi-Methoden und ob das irgendwie mitschwingt, dass in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung, ich sag mal, alle 2 Jahre wieder gekippt wird. Ja, wird etwas zur Geschichtsstunde jetzt, aber die Grundrechte, oder über die wir hier eigentlich reden, die stammen ja ursprünglich aus der EMRK. Da war es ein Artikel und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man natürlich noch nicht die gleichen Möglichkeiten wie heute. Da ging es mehr so um das Privatleben, das eigentlich geschützt werden soll und das Briefgeheimnis oder so ganz, ganz normale Themen. Und als die EU dann eine eigene Charta der Menschenrechte aufbauen wollte, hat sie das auch entsprechend so übernommen und noch etwas weiterentwickelt und dann über diese langjährige Rechtsprechung des EuGH hat sich diese Grundrechte eben auf das heutige Niveau weiterentwickelt, oder? Und hat entsprechend den Scope jetzt. Aber das waren nicht nur deutsche Aktivisten oder generell Bürger, die hier das Thema weitergetrieben haben, sondern das waren Schweden, das waren Engländer, Iren, oder? Also das ist ein ureuropäischer Gedanke, der hier eigentlich zum Ausdruck kommt. Und ich glaube, das sieht man auch, wenn man generell die Entwicklung in diesem Bereich in Europa verfolgt. Oder das sind Themen, die sonst eigentlich in anderen Kulturen nicht angegangen werden. Und das führt ja dann meistens auch eben zu Problemen, wenn dieses Grundverständnis in anderen Ländern nicht vorhanden ist und man dann eben keinen gemeinsamen Nenner findet auf diesem Thema. Aber die Frage konkret, oder also es ist kein deutsches
keine deutsche Skepsis, die hier vorhanden ist, sondern generell in Europa ein kulturelles Verständnis, wie man damit umgehen soll. Mhm. Ja, ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für diese Auslegeordnung. Thank you.